Good evening, and welcome to this evening of magnificent music here at Glenn Memorial United Methodist Church. We are delighted you are here. We hope you will be comfortable and that we know that the music will touch your soul. This is a magnificent offering tonight, of course, and if you even just read the Gospel of John, it is such a rich literary piece, and it has such depth to it. And tonight we get to hear that depth and that amazing story of the Passion now set to music in such a marvelous way by Bach. And so I hope you enjoy this evening. I hope the music speaks to you. And I hope this is a time of refreshment for your soul for this night. I hope you'll notice that there is a little tab on your program that you can tear off that has information about Holy Week and Easter here at Glenn, and we certainly invite you to come and be a part of any of those events and activities, those worship opportunities that will be coming up then. Also, you can give to the support of the work of our ministry, our music ministry, and make other programs like this possible by making a donation tonight. That is entirely up to you. We are offering this to you as a gift to this community, but if you wish to support the music ministry of Glenn, you can do that either by using the QR code that you'll find on the program or by giving an offering to our ushers who are here this evening. It will be a beautiful evening. If you need to step out, a part of my role as senior pastor here is to welcome you. The other important role that I have as a senior pastor is to tell you where the restrooms are. So the restrooms are downstairs. So if you want to go to the back and go downstairs, you will find them. You can also pass through the doors on the sides here as well. But let us settle down. Let us be still for a moment. And tonight, after a busy week, let us allow this magnificent piece, this music tonight, to speak to our souls.
fehlt ihm noch jedo. Da war ein Paten, da ein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch, den Jesus versammelte sich oft, das selbst mit seinen Jüngern. Nun Judas zu sich hat genommen die Schar und der Augenpriester und Pharisäer Diener, kommt dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Entfohlen antworteten ihm: Thank you.
immer schwer, welche des Jahres hohen Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Jüden riet, es wäre gut, dass ein Mensch wird umbracht für das Volk. Simon Petrus aber folgte Jesu nach und ein anderer Jünger. Musik
ist bekannt. Und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen vor der Tür, da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türterin und führte Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türterin, zu Petro. Bist du denn dieses Mädchen, Er sprach, ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt und wärmete sie. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesu und seine Jünger und seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet für der Welt. Habe alle Zeit gelehrt in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nicht im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als der Rabe solches redete, gab der Diener eine, die dabei stunde wie Jesu, einen Backenstreich und sprach: Hab ich immer geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du mich? Petrus stund und fernete sich.
ist es, Knecht, mein Herr, ein Freund, der des den Petrus das Haar abgehauen hatte. Aber ich dich nicht an. Da verleugnete Petrus aber mal, und also bald krähte der Hahn. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und fragte.
Beten sie Jesu von Kaifa vor das Richthaus. Und es war früh, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf das sie nicht lang rein führten, sondern Osten essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Thank you.
antwortete, du sagst, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und da er das gesagt, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen. Keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einem losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch erlüten König losgebe? Da springen sie wieder alles ab und sprachen: Ha ha ha!
Die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und zapfen sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid auf und sprachen: Und Mark habe dich
antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir die Quere von oben herabgegeben. Darum, der mich der überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von dem man trachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Thank you.
trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißet Schädelstädt, welche heißet auf Hebräisch Golgatha. Thank you.
eine edle Schrift und satze sie auf das Kreuz und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese edle Schrift lassen wir Juden, denn die Städte waren nah bei der Stadt, da Jesus gekreuzigt ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilato: Thank you.
hatten die Kriegesknechten. Es stund aber bei dem Kreuze Jesus seinem Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria Kleophas Frau und Maria Magdalena. Und die Jünger dabei stehen, den er liebte, spricht zu seiner voll Essig, sie füllten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Esel und hielten es im Bad zum Wunder. Da nun Jesus den Essig genommen hatte,
Da, der Vorhang in Tempe zerriss ins Verstieg von oben an bis unten aus. Und die Helden bebete und die Felsen zerrissen und die Gräben täten sich auf und stunden auf wie Leibe der Heiligen. Thank you.
Hirten, aber die Feil ist der Rüsttag fahr. Dass nicht die Leichname am Kreuze blieben ein Sabbat gebe, denn desselbige Sabbatstag war sehr groß, hatten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgeworben würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine und dem Anderen, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einer eröffnete seine Seite mit einem Speer. Und alles so bald ging Blut und Wasser heraus, und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr. Und derselbige weiß, dass die Wahrheit saget, auf das ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllet werde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Und Abemar spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, im Felsen sie gestochen haben. Fielen der Juden, die feiert das Gott.